Wunderschönen Sonntagabend. Willkommen zurück zu einer neuen Folge This War of Mine. Ihr kommt genau pünktlich zum Kochen mit Bruno. Was fehlt uns? Ah, wir haben nur zwei Fleisch gefunden. Okay. Dann machen wir zweimal das. Gibt es zwei leckere Essen. Katja bekommt davon eins. Und mal schauen, wer noch. Vor allen Dingen bekommt Katja davon eins. Und ich würde dem Bruno einfach mal hier diese letzte Dose geben, damit er gesättigt wird. Ja, letztes Mal Zeugen eines sehr unschönen Vorfalls geworden, aber wir konnten nichts machen. Dafür hätten wir eigentlich wirklich eine Waffe gebraucht, eine Pistole oder sonstiges, um eben dem Soldaten, der es ja anscheinend ist, von hinten an zu erschießen. Aber erstmal die Nachrichten. Tag 10. Menschen durchstreifen die Straßen und verlassen Häuser nach allem, was essbar. Und verlassen dann Häuser nach allem, was essbar, brennbar oder handelbar ist. Wenn die Stadt nicht bald Hilfeleistung erhält, wird die Situation verhängnisvoll. Das ist sie doch eigentlich schon, oder? Da ist nichts Neues. Das haben wir hier hinten noch einmal. Da ist auch nichts Neues. Okay. Wir haben ein paar Sachen gefunden. Ja, du solltest durchschlafen. Das kannst du auch gleich machen, Bruno. Ich will nur mal ganz kurz checken, was wir noch tun wollten. Aufwerten geht nicht wegen Holz. Dann lassen wir dich jetzt auch ein bisschen schlafen. Katja sowieso, die war die Nacht über unterwegs, hat dem Fremden geholfen. Wofür wir ja eigentlich auch ein bisschen was als Gegenleistung verdient hätten. An Gegenständen, Essen, Materialien, Waffen oder sonstiges. Oder vielleicht sogar hier einen weiteren Einzug. Ich weiß nicht, ob das in dem Spielmodi, in dem Spielmodus möglich ist. Ob man hier Leute zu sich einladen kann, dass das Haus eben voller wird und mehr Leute da sind, damit das Bewachen einfacher wird, dass da ein normaler Rhythmus da ist, dass man sagen kann, die zwei halten Wache, die zwei schlafen, der geht looten oder so. Ich weiß es nicht. Ich bin da überfragt. Wir haben hier ein bisschen was an Medikamenten, das ist schon mal sehr gut. Für den Fall, dass wir eben krank oder verletzt werden, können wir da auf jeden Fall Abhilfe schaffen. Ansonsten, beide sind hungrig. Wir müssen also wieder looten gehen in der nächsten Nacht. Da bleibt keine andere Möglichkeit. Ich wollte dich eigentlich nicht aufwecken, ehrlich gesagt. Schlaf noch ein bisschen. Du wirst heute Nacht Wache halten müssen. Zum Craften einer zweiten Waffe reicht es noch nicht. Uns fehlt ein weiterer Waffenteil. Schade. Das wäre nämlich sonst ganz gut gewesen. Aber in Ordnung. Mehr können wir gerade nicht tun. Ich glaube sogar, dass ich noch einen Tag warte mit dem Essen geben. Zumindest im Pavle. Genug geschlafen. Du bist hungrig. Nee, du wirst warten müssen. Tut mir leid. Wir schauen erstmal, was noch alles craftbar ist hier. Ja, die Triche wären eigentlich schon ganz cool, gell? Um halt verschlossene Türen zu öffnen. Aber ich will eigentlich auch nichts mitnehmen. Das ist immer das Problem. Und sobald ich was mitnehme, ist ein kleinerer Slot da. Dazu kann man auch nichts machen. Aufwerten geht sowieso nicht. Wir könnten... Mal schauen, ich glaube, hier hat wirklich nur diese Teile gefehlt, oder? War es hier auch Holz? Was uns gefehlt hätte zum Aufwerten. Nee, es war Holz. Schade. Und was tun? Einen Sessel brauchen wir nicht. Das ist wirklich nicht notwendig. Regenwasser, Sammelbecken haben wir schon. Wir haben unseren primitiven Herd. Wollten wir den vielleicht hier noch aufwerten, den Herd? Aber ich glaube, das geht gar nicht, oder? Der hat kein Pluszeichen zumindest. Ja. Keine Ahnung. Ich bin jetzt leicht überfragt, was als nächstes gut wäre. Ah, er holt sich jetzt selbst die Kippe. Perfekt. Mach das. Ich wollte ja gestern schon eine geben, aber ich wusste nicht wie. Aber wenn du sowieso selbst deine Kippe holst, dann ist ja alles in Ordnung. Pavle, du machst eigentlich nichts. Du bist hungrig, ja, aber... Du kannst noch mal ein bisschen von diesen Wasserdingern craften. Hier noch mal so... Machen wir noch mal zwei Filter, dann haben wir 8 weitere Wasser. Im Notfall immer zum Handeln ganz gut.
Und sobald sie ausgeschlafen ist, gibt sie ihr Abendessen, Frühstück, wie auch immer wir es nennen wollen. Nur wir haben immer noch nicht genug Essen. Also wir müssen nochmal in ein Gebiet gehen, in dem es Essen gibt. Das steht auf jeden Fall fest, dass wir hier mal vielleicht so einen kleinen Vorrat anbauen können. Jawohl, das stellen wir bitte her. Oder ich gebe dir halt einfach das Essen, dass sie alle zufrieden sind. Weil wenn er am nächsten Tag sehr hungrig ist, komme ich da auch nicht wirklich weiter. So, du darfst dir Essen holen, meine liebe Katja. Das hast du dir verdient, nachdem du gestern so eine hilfsbereite junge Dame warst. Ja, du bist doch schon am Essen. Ja, das reicht erstmal. Das hoffe ich auch für dich. So, mehr können wir eigentlich aktuell nicht machen. Schlafen kann er nicht. Von daher würde ich sagen, der Tag ist zu Ende. Ist eh schon 6:30 abends. Das heißt, viel mehr können wir eh nicht machen. Und sie wird plündern gehen und die beiden stehen Wache. Wir haben kein neues Gebiet. Was gibt es denn hier? Kann wegen Kämpfen nicht dorthin gelangen. Okay. Hier auch nicht. Hier unten wird also gerade gekämpft direkt neben uns. Das ist gar nicht schön, gell? Doppelhaus und die zerstörte Villa sind ebenfalls nicht so gut. Eine große Menge Lebensmittel. Vorsicht ist geboten. Finde ich ganz okay. Da können wir hingehen. Wenn wir das schlau anstellen, wie wir es gerade mit Pavle gemacht haben, dann wird Katja das souverän überstehen. Von daher gucken wir uns doch mal dieses Gebiet hier an. Ich bin hier einmal ein paar Stunden lang Schlange gestanden. Ich hielt das damals für den schlimmsten Tag meines Lebens. Ja. Wir müssen auf jeden Fall langsam vorgehen. Okay, wir werden auf jeden Fall hochgehen, weil ich habe keine Lust, hier jetzt erstmal zu graben die ganze Zeit. Hier unten rechts ist doch jemand gelaufen, oder? Ein Brief oder sonstiges. Was finden wir hier? Jemand hat eine Nachricht dagelassen. Thomas, der Bootsmann sagt, dass wir nicht länger warten können. Triff uns heute Nacht am Hafen, wenn du kannst. Ich bete, dass es dir gut geht. Schauen erstmal hier rein, bevor wir hochgehen. Ah, da ist einer, okay. Und der ist bewaffnet, das ist gar nicht gut. Weil dagegen können wir nichts machen. Also wir wissen jetzt von einem, der da ist. In Ordnung. Hier kann er nicht rüber, außer er springt. Dann gehen wir hier langsam hoch. Können uns da nur verstecken. Hier sehen wir keinen. Also wenn wir mal leise reingehen und noch einen Hinweis suchen. Diese Leichen, sie sind furchtbar geschunden. Diese Wunden wurden mir extremer Grausamkeit zugefügt. Wer auch immer das getan hat, muss ein verrückter Psychopath sein. Na, vielen Dank auch. Da unten ist eine Person. Die haben wir aber schon gesehen. Ich brauche eigentlich Essen. Gott wird dir nicht helfen. Das heißt, da ist anscheinend noch jemand. Und ich werde deine Augen ausstechen, wenn du nicht die Klappe hältst. Ja, wir gehen zurück. Ich kann nicht ewig sitzen bleiben. Gucken wir mal ganz kurz hier ran, ob wir hier rüber können. Oder ob da jemand ist. Ich sehe aktuell keinen, aber hier oben... Du hältst Wache. Die Tür ist von der anderen Seite verriegelt. Das ist unschön. Das heißt, wir kommen da nicht rein. Hier links ist auch kein Hinweis, dass wir irgendwas machen können. Also gehen wir wieder ein Stockwerk runter. Schauen wir, ob der Kollege hier weg ist. Weil ich habe echt keinen Bock, diesen Haufen wegzuräumen. Auch verriegelt. Und hier runter kommen wir nicht. Doch, da. Aber wir müssen erst diesen Ding wegmachen. Hätte ich mal eine Schaufel gemacht, gell? Jetzt werden wir natürlich hier die Augen offen halten. Sobald wir hier Schritte näher kommen hören, müssen wir abhauen.
Ich habe keine Lust, hier groß Verstecken zu spielen. Ich würde aber gerne nochmal hier unten nach Loot gucken. Dass wir wenigstens etwas Essen mitnehmen. Aber bisher, wir haben Materialien gefunden, ja, aber eben kein Essen. Und ohne Essen ist es schwierig zu überleben. Die Frage ist nur, ob ich diesen Haufen schnell genug wegkriege, dass ich nochmal runterkomme zum Looten. Es ist schon 1:30 gleich. Ich glaube, um Punkt 2 ist Schluss, oder? War es 2 oder 3 Uhr? Bin mir nicht sicher. Da ist eine Tür aufgegangen. Ist aber keiner auf dem Weg zu mir. Von daher ist hier noch alles in Ordnung. Unten könnte jetzt jemand kommen. Okay, der Raum ist komplett verschlossen von der Seite. Da kann niemand reinkommen. Das heißt, das kriegen wir auf jeden Fall mit. Und dann verschwinden wir auch wieder. Toll. Ja, leider kein Essen oder sonstiges, gell? Nur diese relativ unnötigen Materialien, ehrlich gesagt. Aber okay. Müssen wir halt einen Tag lang hungern. Vielleicht kommt ja wieder der Händler vorbei. Der fliegende Händler, wenn man so will. Wenn wir da was bekommen, ist dann in Ordnung. Ansonsten müssen wir halt schauen. Schade. Wir wurden ausgeplündert. Katja war auf der Suche nach Vorräten, hat einige interessante Dinge mitgebracht. Jemand hat versucht, uns auszurauben. Sie schien nicht sehr entschlossen zu sein und wir haben es geschafft, sie fernzuhalten. Wir hatten einige Waffen, aber sie reichten nicht für alle aus. Keiner von uns wurde verletzt und die Angreifer haben nichts gestohlen. Unsere Wachen leisten gute Arbeit. Das ist schön. So, du gehst schlafen, Katja. Bruno, wir können ja nichts zu essen machen aktuell. Aber du kannst hier mal schauen, was Sache ist. Und Pavle wird dann hier schon mal zum Radio rennen. Hier ist immer noch nichts machbar. Wir könnten noch mal verbarrikadieren. Aber das will ich ehrlich gesagt nicht machen. Wir können aufwerben. Irgendwas können wir aufwerben. Diese fortschrittliche Werkstatt ermöglicht uns nützliche elektrische Geräte wie UV-Lampen für Gärten und Mixer für Kräuter oder Metallwerkstätten herzustellen. Okay. Radio, was sagst du? Sender 1, nichts. In Pogorum wird derzeit mit Zigaretten und Tabak bezahlt. Diese Güter gehen der Stadt allerdings langsam aus. Was wird geschehen, wenn nichts mehr übrig ist? Okay, ansonsten nichts Neues. Du kannst schlafen gehen. Und Bruno. Neben der Herstellung weiterer Werkzeuge, wie einer Axt oder einem Sägeblatt, können wir hier auch beschädigte Schusswaffen und Helme reparieren. Wir können sie weiter aufwerten, um Munition herzustellen und kugelsichere Westen zu reparieren. Wäre an sich nicht so doof. Wir gucken uns ganz kurz nochmal das hier an. Nein, nicht du, Pavle. Du gehst schlafen. Ich will mit Bruno schauen, was hier Sache ist. Dient der Herstellung echter Medikamente und qualitativ hochwertiger Drehtabakzigaretten, weil dafür immer noch der Mixer fehlt. Ich glaube, Waffen sind erstmal besser. Wir werten das hier auf. Das erscheint mir erstmal als schlauste Maßnahme. Weil dann können wir wirkliche Waffen bauen, können also im Notfall auch mal wirklich angreifen und eben dann hier Leute bestehen, die eben fies sind, wie diese Soldaten, nenne ich sie mal, die wir davor gesehen haben. Und danach, wenn du damit fertig bist, wirst du den nächsten schönen Filter einsetzen. Dass wir das auch gemacht haben. Wir brauchen nämlich Wasser. Ja, hungrig sind sie alle. Essen haben wir nur für eine Person, deswegen würde ich eigentlich warten wollen. Auch wenn Pavel es eher verdient hat, weil er am letzten Tag nichts bekommen hat. So. Auf geht's, Katja, dein Job. Handle mal. Was hast du Schönes, mein Freund? Also, was nun? Ja, was hast du denn? Essen hast du ein bisschen was.
nichts Besonderes. Das ist nicht billig. Dich nehmen wir mit. Was haben wir denn? Interessant. Möchten Sie tauschen? Nichts Besonderes, aber auch nicht schlecht. Nee, dafür gebe ich dir nichts. Das will ich dir auch nicht geben. Auch nicht schlecht. Das brauchen wir. Wasser ist nicht so besonders. Ich gebe dir davon mal ein. Gib dir das hier. Okay, so könnten wir uns einigen. Und schauen wir mal, wir bräuchten noch einen Waffenteil. Es klingt nicht so schlecht, das machen wir gerade nochmal. Und wir nehmen das letzte auch gleich mit. Weil wir zwei Wasser für einen Waffenteil bezahlen, ich denke, das ist ein ganz guter Preis, oder? Ich würde ja jetzt gar nicht großartig meckern wollen. Nein, danke, mehr brauchen wir nicht. Wenigstens ist es warm, ja. Optimistisch sein, gell? Dann wirst du nämlich jetzt das hier essen. Katja kann schlafen gehen. Und anschließend kocht er auch gleich wieder. Wir können einmal was Gutes machen, weil er nämlich die guten Sachen hat. Das hier, genau. Herstellen. Damit ist das Gemüse weg und das Fleisch. Und jetzt können wir überlegen, ob es nicht vielleicht doch gut wäre, zu sagen, wir machen uns so eine Falle. Und versuchen damit Tiere zu holen. Weil wir haben ein Essen. Wir haben insgesamt jetzt 3 Essen übrig für 2 Leute. Die Idee scheint mir gar nicht mal so dumm zu sein. Deswegen würde ich das mal jetzt in Betracht ziehen wollen. Verdammt. Zu wenig Teile dafür. Wir werden es trotzdem mal im Kopf behalten. Dich habe ich nicht aufgewertet, sondern dich. Da werden wir jetzt auch das zweite Messer machen, damit wir hier 2 Waffen haben für 2 Bewacher. So. Oh. Eine Säge. Wir können es verwenden, um Metallstangen und Ketten durchzusägen, um an sonst unzugängliche Orte zu gelangen. Wir machen aber erst noch hier wirklich das Messer. Pavle ist hungrig. Pavle kriegt Essen. Und danach wird Bruno dann schlafen gehen, wenn er damit fertig ist. Jetzt haben wir 2 Waffen zum Verteidigen. Das ist sehr gut. Und du bist die Einzige, die noch nichts gegessen hat. Und du bist nicht mehr müde. Perfekt. Dann kannst du nämlich jetzt essen. Du brauchst auch nicht rennen. Pavle... Kann hier unten nochmal nachschauen. Aber was Pavle genau da unten nachguckt, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Ich bedanke mich wie immer für Einschalten. Hoffe, ihr seid dabei, wenn es am Dienstag weitergeht, bei einer weiteren Folge This War of Mine. Bis dahin noch ein wunderschönes Wochenende. Ciao, Leute.